Ein Debütant auf internationalem Sektor ist der Schiedsrichter Bobby Madden aus Schottland, sein erstes A-Länderspiel. Das ist das neue Konzept, eine kleine Veränderung nach den Erkenntnissen aus dem EM-Turnier. Reus auf dem Weg in die erste Elf. Wie heißen die Opfer zunächst? Boateng und Lukas Podolski, die die erste Mannschaft mal für einige Zeit verlassen. Aber man ist natürlich sehr, sehr zuversichtlich, was die Qualifikation angeht. Im Herbst reist Oliver Bierhoff zum ersten Mal zu einem Quartiercheck an die brasilianische Küste. Der 33 Jahre Alte auf der rechten Seite spielen soll Philipp Lahm sein erstes Länderspiel als Vater. Insgesamt sein 92. Götze! Yes! Eine Einzelaktion! Nachdem all diese kleinen Kombinationen nicht gefruchtet haben. 28. Minute, Deutschland führt endlich. Mit der 9. Chance dann das erste Tor. Das ist Hummels und Götze, eine Dortmunder Co-Produktion. Da lässt der 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blaue stehen. Und macht sein drittes Tor für Deutschland. Technisch klasse gemacht. Kleine, kurze Schritte. Und da kann selbst ein Gunnar Nielsen jetzt nichts machen. Hat bei der EM nur 10 Minuten gespielt im Viertelfinale gegen Argentinien. Zwingt Müller zu einem Sprint, Hummels ist mit vorne. Özil! Ein Kontertor im eigenen Stadion. Mesut Özil. Da war Platz, da kommen die technischen Fertigkeiten zum Tragen. Und nach einem Eckball von den Färöern geht's los über Khedira, Özil, Thomas Müller. Und die vierte Station, da ist er wieder da, Özil. 54. Minute, 2:0. Zehntes Länderspieltor für den Mann von Real Madrid. Der Konterversuch aber unterbunden von Lahm. Reus. Schön gespielt, Özil! Doppeltorschütze! Doppeltorschütze, Mesut Özil, 3:0. Er war ein bisschen blass in der ersten Hälfte. Es hat sich angedeutet, dass in der zweiten ein richtiges Rollen kam. Die Balleroberung kam von Lahm. Der Assist, der entscheidende Pass von Marco Reus und durch zwei heranstürmende Fähringer Verteidiger zwischen Nes und Färö. Das 2:0 durch Mesut Özil. Durch die Beine des so guten Torwarts Gunnar Nielsen.
Wenn nicht mehr allzu viel passiert, dann ist Manuel Neuer zum ersten Mal seit 4 Spielen ohne Gegentor geblieben. Musste er ein einziges Mal eingreifen. So, und der schottische Schiri Robert Bobby Madden beendet den Auftakt hier in Hannover. Ein Ergebnis zwischen Deutschland und den Färöern, das ist in der Kategorie normal einzuordnen. 3:0 durch Tore von Götze und zweimal Özil. Das ist der 500. Sieg in der Länderspielgeschichte.